Du, unser Michael macht Witze. Ja? Der will Kriminalist werden. Na und? Du hast vielleicht Vorstellungen? Ich habe eben gar keine Vorstellung. Und deswegen will ich mal hingehen und fragen. Na, das hast du völlig richtig gemacht, Michael. Wenn man etwas nicht weiß, muss man fragen. Und wir hier im VPKA... Wie bitte? Im Volkspolizeikreisamt. Wir können dir deine Fragen beantworten. Was möchtest du wissen? Na, ich würde gern wissen, welche Aufgaben ein Kriminalist hat. Der Kriminalist hat vielseitige Aufgaben, das kannst du dir sicher vorstellen. Mhm. Die Hauptaufgabe besteht in der Verhütung, Verhinderung, Aufdeckung und Aufklärung von Straftaten. Naja, da kann ich mir noch nicht so viel darunter vorstellen. Dann nehmen wir mal ein Beispiel. Jemand stellt einen Einbruch fest und informiert die Volkspolizei. Ja, ja, ich habe alles notiert. Wir können sofort... Besatzung des Funkstreifenwagens zur Absicherung des Ereignisortes. Und jetzt beginnt die Arbeit des Kriminalisten. Jetzt sucht er Spuren. Ja, Spurensuche und Spurensicherung. Das ist jetzt seine Aufgabe. Doch zuvor verschafft sich der Kriminalist einen Überblick. Rekonstruiert gedanklich den Weg des Täters und legt dann weitere Maßnahmen fest. Schuheindruckspuren? Der Einsatz eines Pferdenhundes ist für den Kriminalisten oft eine wertvolle Hilfe. Jeder Täter hinterlässt zwangsläufig Spuren. Schon aus dem Grund, weil er sich bewegt. Die gefundenen Spuren werden zuerst fotografiert. Fingerabdrücke werden gesucht und mittels schwarzer Folie festgehalten. Durch Klebebandtechnik werden Faserspuren gesichert. Außerdem gibt es noch eine ganze Reihe von Spuren, die ein Täter hinterlässt. Zum Beispiel die Schuheindruck- bzw. Abdruckspuren, Reifenspuren, Werkzeugspuren und viele andere. Alle müssen zunächst einmal gefunden werden. Während die gesicherten Spuren von Spezialisten ausgewertet werden, führt der Kriminalist weitere Ermittlungen durch. Darf ich mal was fragen? Bitte. Was heißt das eigentlich, weitere Ermittlungen? Nun, es ist doch so, die am Ereignisort vorgefundenen Spuren sind wichtige Anhaltspunkte, um den Täter festzustellen und zu überführen. Aber zusätzlich sind oft viele Befragungen und Vernehmungen von Zeugen durchzuführen. Die erforderlichen Fahndungsmaßnahmen müssen eingeleitet werden. Und der Kriminalist arbeitet immer ganz allein? Keinesfalls. Kriminalistische Arbeit ist immer Kollektivarbeit. Solche Einzelgänger wie Sherlock Holmes gibt es nur in der Legende. Die Kriminalisten arbeiten eng mit allen Dienstzweigen der Volkspolizei zusammen. Sehr wichtig ist auch die Mitwirkung der Bevölkerung. Unsere Arbeit dient dem Bürger und die Bevölkerung hilft uns bei der Durchführung unserer Aufgaben. Es gilt, Straftaten so schnell wie möglich aufzuklären, denn eine schnelle Aufklärung ist mit die beste Vorbeugung. Und sind dann hier hoch wieder. Also da hinten raus dann? Da hoch, ja. Genossenleutnant, aufgrund des vorliegenden Sachverhaltes wurde ein subjektives Porträt gefertigt. Ich übergebe das mit... Nach der Spurensicherung erfolgt Ihre Auswertung. Hier findet die Auswertung und der Vergleich von Fingerabdrücken statt.
Fasern wurden am Tatort gesichert. Eine genaue Untersuchung gibt Aufschluss über die Herkunft dieser Spuren. Den Hauptbestandteil bilden rote Schafwollfasern und blaue Polyacrylnitrilfasern. Anhand des Schuhkataloges wird die Art eines Schuhes, dessen Spuren man fand, bestimmt. Die umfangreichen Ermittlungen, von denen wir vorhin sprachen, und die Anhaltspunkte, die uns die Auswertung der Spuren gibt, führen dann zum Täter. Kennen Sie diesen Schuh? Ja. Die Vernehmung des Täters gehört auch zu den Aufgaben des Kriminalisten. Dabei spielen dann die gesicherten Spuren eine bedeutende Rolle. Um die Schuld des Täters zu beweisen. Genauso ist es. Ist die Straftat umfassend aufgeklärt, wird das Ermittlungsverfahren von Kriminalisten abgeschlossen und an den Staatsanwalt abgegeben. Es hört sich alles ganz einfach an. Mag sein, aber so einfach und vor allen Dingen so dramatisch wie in manchen Krimis dargestellt, lösen wir unsere Probleme nicht. Da ist viele mühsame Kleinarbeit notwendig. Die Ausdauer, Beharrlichkeit und große Einsatzfreudigkeit voraussetzt. Und welche Voraussetzungen sind noch nötig? Naja, da wäre als erstes die 10. Klasse der POS. Mit Erfolg? Na, mit Erfolg, selbstverständlich. Gute Leistungen sind Bedingungen. Sowie aktive gesellschaftliche Tätigkeit, dann eine abgeschlossene Berufsausbildung und natürlich der Ehrendienst bei der NVA. Der nächste Schritt wäre dann der Dienst in der Schutzpolizei mit einer Grundausbildung an einer VP-Schule und ein Praktikum an einer Lehrdienststelle. Dann macht man also zunächst Dienst bei der Schutzpolizei? Ja, bis zur Delegierung zu einem zweijährigen Direktstudium an die Offiziersschule des MBI Wilhelm Pieck. Ausbildungsrichtung Kriminalpolizei, Abschluss Staatswissenschaftler. Der Dienst in der Schutzpolizei ist wichtig für ein solides Wissen und Können an polizeilicher Praxis. Genosse Offizierschüler, sichern Sie jetzt sachgemäß die am Glas verursachte daktyloskopische Spur. Da an den Beruf des Kriminalisten hohe Anforderungen gestellt sind, ist es selbstverständlich, dass dies auch für das Studium gilt. Verwenden Sie nicht zu viel Sicherungsmittel? Dem Kriminalisten sind bedeutsame Rechte und Pflichten beim Schutz der sozialistischen Gesellschaftsordnung vor Straftaten übertragen worden, die im Einzelnen gesetzlich geregelt sind. Vom Kriminalisten werden hohes Klassenbewusstsein, Verantwortung, Staatsdisziplin und hohe Einsatzbereitschaft verlangt. Beachten Sie die richtige Lage des Maßstabes, Genosse Offizierschüler. So ist das richtig. Die marxistisch-leninistische Wahrheitsauffassung ist für Sie als Kriminalisten von prinzipieller, weltanschaulicher Bedeutung. Sind Sie es doch, die als Kriminalisten der Wahrheit stets verpflichtet sind und einen hohen Anteil an der Wahrheitsfindung haben? Zu den wichtigsten Fächern beim Studium gehören Marxismus, Leninismus, Kriminaltaktik, Kriminaltechnik, kriminalistische Psychologie, Staatsrecht, Strafrecht, Strafprozessrecht, um nur einige zu nennen. Sport auch? Na, selbstverständlich. Sport und ein regelmäßiges Schießtraining gehören ebenfalls dazu. Da muss man aber eine Menge lernen. Na, man muss ja auch eine ganze Menge wissen, um diesen Beruf ausüben zu können. Na dann, schönen Dank für die Auskunft. Gern geschehen. Und auf Wiedersehen. Am Ihrer Sicht liegen.